Da ist er wieder. Monsieur Bienenmann. Der Mann, der alles kann. Oder so ähnlich. Und dann packe ich gleich den Dünger da oben hin. Bei meinen Trauben. Und Hopfen. Dann mache ich nämlich das nur. Dann habe ich wenigstens ein bisschen mehr Ruhe. Aber man sollte ihn doch vom Kerker treffen, oder? Bin ich jetzt ganz perplex. Aufgeräumt haben wir. Ja. Rein da mit dir. Nehmen wir das mal mit. Das verkaufen wir dem Händler gleich. Der geht euch in mein Haus rein. Ich möchte das nicht. Ein bisschen im Zeitraffer. So. An der Nacht vor der Burgfeste will er sein. Monsieur, ich bin schon zur Stelle. Wagner, ich komme. Ich bin der Panzerschrank. Oder so ähnlich. So. Wo ist denn jetzt der Weg nach oben zur Burgfeste? Hier ist der See. Da. Ich hätte einfach nur eins weiter müssen. Wagner! Wo soll er denn sein? Da ist der Krüppel. Frage nach der Halskette. Ich habe gehört, dass dein Meister, der Kommandant, vor kurzem eine Halskette erworben hat. Ich würde dich gut bezahlen, wenn du sie mir bringst. Mein Meister würde nie so etwas Nutzloses wie eine Halskette kaufen. Mein junger Meister, der Kommandant, würde das vielleicht. Aber er hat uns vor ein paar Jahren verlassen. Ich werde diese Halskette wohl niemals finden. Ich glaube, das hatte ich den schon mal gefragt. Tja, hätte ich auch von dem kaufen können. Mitten in der Nacht wollte der Typ hier sein. Jetzt bin ich mitten in der Nacht hier, aber der ist nicht da. Vor der Burgfeste bin ich denn jetzt? Tja, hier ist niemand. Wagner, was hast du nur wieder getan? Tja. Ist der hier? Nee. Wo soll der denn bitte sein? Wagner, Wagner, Wagner. Wo haben wir denn? Triff mich nachts an den Klippen bei der an den Klippen. Klippen, Klippen, Klippen. So. Der macht aber jetzt keinen Selbstmord, oder? Oder macht hier einen auf Titanic nach, oder? An den Klippen bei der Burg. Da. Wagner, wo bist du? Hi. Oh fuck, bleib wo du bist, ich habe ein Schwert. Beruhige dich, ich bin es, Wagner. Was ist mit dir passiert? Diese Fliegenpilzinfusion. Anscheinend gab es da ein paar Nebenwirkungen. Ich habe das tollste Lied der Welt geschrieben, aber je tiefer ich meine Seele erforschte, umso mehr wurde ich hierzu. Und als ich das Lied fertig hatte, sah ich so aus. Frau Anmut wird mich nie lieben. Oh Wagner, das tut mir so leid. Aber es war das wert. Hier ist das Lied. Wer ist da? Ein Monster. Er will den armen Kerl umbringen. Nein, wir reden doch nur. Schnapp ihn dir. Lass mich los. Ich bin der Sohn des Kommandanten. Bringen wir ihn zur Burgfeste. Alter. Zu was wird der denn?
zu irgendeinem komischen Vieh. Halleluja. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass der so ein, ja, Satyr oder was ist, was wurde der, wird behaart und gehörnt. Keine Ahnung. Ja, selbst die Wachen gehen jetzt so langsam pennen. Da ist der Händler. Dem verkaufe ich jetzt erstmal ein paar Träubchen. So. Ist egal. Hauptsache ein bisschen weg. Tja, mein Freund, von dir brauche ich nichts mehr. Das ist vorbei. Vorbei, vorbei. Jetzt ist natürlich wirklich nur die Frage, wo ist Schlange? Er wollte mich eigentlich vom Kerker treffen, aber Monsieur ist nicht vom Kerker. Apropos Kerker. Wir sind zwar jetzt eigentlich schon durch, aber unsere Energie ist noch recht hoch. Ich würde jetzt partout sagen, wir gehen nochmal runter und machen vielleicht noch diese eine Etage. Ich meine, Dünger haben wir genug. Mein Zukunfts-Ich würde es mir danken. Kümmern wir uns um den Alkohol halt einfach an einem anderen Tag. Oh, dieses Liebeslied. Machen wir das Ding hier rein, dann passt das auch. Ein bisschen Eier. Ein bisschen Milch. Ich glaube, Milch hat... Oh, wir haben sogar noch Milch. Liedtext. Ja. Wer hätte gedacht, dass Wagner wirklich so Haare auf den Zähnen hat? Okay, der war gemein. Aber es war lustig. Ich wollte ja eigentlich hier... Was ist das? Blaupause Räuchergefäß. Da wären meine Leute stoned. Soll ich das machen? Ne, warte, ich wollte ja eigentlich... Ah, ist egal. Ist egal, komm. Machen wir das. Gucke ich mal, dass ich in der nächsten Aufnahme so die Kirche oder so noch ein bisschen ausbaue. Dann habe ich da auch noch was zu tun. Weil ich glaube nicht, dass wir uns hier ewig und drei Tage hier unten aufhalten werden. Ich meine, wir sind ja jetzt schon gleich in Stufe 10, wenn ich hiermit fertig bin. Was zum... Sind wir jetzt hier bei... bei Chihiro... schwarzer Schleim. Das ist geil. Ich komme hier wie Chihiro im Wunderland. Hier, ihr wisst, was ich meine. Hier, Ghibli-Film. Wer kennt ihn nicht? Das ist ja eine wahre Schleimgegend. Zwei, drei. Toll, wie will ich... Eieieiei. Also langsam nimmt das Überhand mit diesen Schleimen, kann das sein? Gottes Willen. Da ist ja noch mehr. Oh. Wir haben ein kleines Problem.
Huh. Hat er mich jetzt... Ach, der trifft mich auch so. Weg mit dir. Komm, wir gehen erst da lang. Halleluja, ey. Dieser schwarze Schlamm, der ist echt nicht zu verachten, liebe Freunde. Vor allen Dingen, wie groß das Ding ist. Oh, da ist schon wieder. Die Fledermäuse sind immer noch das Nervigste, wirklich. Essen wir auch nochmal einen Kuchen. Ja, das geht. Was haben wir denn da? Ganz klar ein Fehler in der Matrix, liebe Freunde. Ein Fehler in der Matrix. Ich sehe da wieder Gold! Gold! Gib mich doch ein bisschen Gold! Ein bisschen Gold! Komm. Na komm. Put, 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 put. So mag ich das. So mag ich das. Der Metallschrott kann hier weg. Das da. Ob man daraus Asche machen kann? Das wäre natürlich das Coolste vom Coolsten, liebe Freunde. Dann bräuchte ich nämlich nicht immer Leichen zu verbrennen. Dann hätten wir nämlich was. So, hier war alles clean. Ich glaube, jetzt müssen wir noch runter. Ah, ich hab's mir fast gedacht. Da geht noch eine kleine Abzweigung nach rechts. Ah, nach oben. Und hier ist wieder alles voll, oder? Hä? War ich nicht schon in der... Nee. Bin ich jetzt... Nee, oder? War ich hier schon? Alter, was ist das hier für komischer Sch... Jetzt habe ich hier goldenen Schleim. Jesus. Da ist er ja. Über die letzte Aufgabe. Was wird meine letzte Aufgabe sein? Jetzt, da wir das Jägermedaillon besitzen, sehe ich alles ganz klar. Es ist unser Schicksal. Verstehst du? Damit kannst du das Tor zur 11. Kerkerebene öffnen. Geh noch tiefer hinein und bring mir einen goldenen Apfel. Mit seiner Hilfe werde ich die letzte Zutat bekommen. Einen goldenen Apfel. Muss das denn sein? Ja gut, aber wir sind zumindest schon mal auf Stufe 10 runtergeschossen. Und wir werden da in jedem Fall in der nächsten Aufnahme weitermachen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier alles einlagern, was es einzulagern gilt. Und dann schauen wir einfach mal, ne? Pink. Leicht grün. Ich habe hier so viel Zeugs gesammelt. Das ist unfassbar. Und wieder so viel Schleim. Was ist das für schwarzer Schleim? Ich lege ihn jetzt einfach erstmal auch hier mit rein. Den blauen werde ich nicht mit da reinlegen. Bei dem habe ich schon so viel. Das Jägermedaillon nehme ich auf jeden Fall erstmal eine Weile mit. Hast du mir schon ein paar Büchlein gemacht? Rot. Ist okay. Blau wäre mir natürlich jetzt lieber. Aber was soll's. Ich darf Frau Anmut nicht vergessen. Die ist ja auch noch da. Das heißt, wir hätten auch gar nicht tiefer gehen können, ne? Wir hätten nur bis zur 10. Etage gehen können. Nett zu wissen.
So. Ach, jetzt habe ich die Fledermaus-Dinger immer noch in der Tasche. Gut. Dann schmeiße ich die weg. Brauche ich halt jetzt gerade einfach mal nicht. Machen wir uns noch ein paar schöne Goldbarren. Könnte ich eigentlich schon in der nächsten Aufnahme damit beginnen, die Kirche so ein bisschen zu verschönern. Das wäre eigentlich wirklich keine schlechte Idee. Ich guck mal, was ich mit diesem blauen Schleim machen kann. Spiegelei? Nee. Keine Ahnung, was ich mit diesem blauen Schleim mache. Ich glaube, ich baue mir mal demnächst so eine Truhe Schleim. Wisst ihr? So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache hier ein kleines Päuschen. Und ja, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Graveyard Keeper. Wir haben beim letzten Mal extrem viel geschafft. Zum einen beispielsweise unser schön neuestes Buch. Moment, warte. Ja, hier. Unser goldenes Buch. Wir müssen im Übrigen noch ein bisschen die Kirche ausbauen. Das ist heute ganz oben auf meiner Liste. Ganz, ganz oben. Zudem müssen wir auch noch, habe ich mir sagen lassen, die Taverne wieder füllen oder weiterhin befüllen. Das mache ich nebenher. Ein bisschen Kuchen natürlich auch noch. Vielleicht auch noch ein bisschen Honig. Das mit dem Händler ist mir zu viel. Das lasse ich jetzt erstmal gediegen sein. Und wir werden im Keller noch ein bisschen was in die Katakomben, pardon, noch ein bisschen weitermachen. Da wird es wahrscheinlich wieder so viel geben, dass meine Tasche platzen wird. Ich muss mal schauen. Also, habe ich eigentlich was, was man da noch reinbauen kann? Ein bisschen. Schrein Nummer 2. Beichtstuhl Nummer 2. Kerzenständer Nummer 3. Aber das ist alles so teuer. Ich habe ja nichts Blaues mehr. Wir schauen einfach mal. Wir gucken mal, dass wir da noch einen Schrein hinsetzen. Das sollte ja eigentlich passen. Dann haben wir immer 100%. Wo haben wir denn? Oder ich mache natürlich Buntglasfenster rein. Ich meine, wir haben ja jetzt Gold. Ich weiß nur nicht, ob wir Glas haben. Wisst ihr was? Das probieren wir jetzt einfach mal. 2 Goldverzierungen, 5 von den Dingern und 4 Glas. Dann farmen wir uns erstmal ein bisschen Glas. Komplexe Eisenteile dürften wir haben. Gold haben wir auf jeden Fall gerade in der Mache. Eisen haben wir in jedem Fall genug. Das weiß ich hundertprozentig. Wenn ich eins weiß, dann dass wir Eisen haben. Zack. Machen wir mal 50. So. Das sollte doch hoffentlich erstmal genügen. Tja. Jetzt haben wir so viele Ressourcen, aber wir brauchen sie kaum noch. Ah, ist ja egal. So. Wir haben 5 von den Dingern. Wie viel Goldverzierung kann man damit wohl machen? Haben wir überhaupt noch eine? Nee, aber wir haben Diamanten. Okay, mein Freund. Wird Zeit für ein bisschen Glas. Und hier für ein paar... Ich brauche Glauben. Da können wir sogar 2 Stück machen. Okay. Glauben. 4 Glauben brauchen wir.
So, schnapp es rein da. Weißt du was, dann quetsche ich kurz die Äpfel. Dann haben wir das auch aus dem Latschen.